Phil Laude. Ja, da sind wir in der Mutterstadt Berlin. Ich habe extra ein bisschen Berlinerisch gelernt. Hallo heißt zum Beispiel, was kickst du so, du dumme Semmel? Allmann in Berlin. In Berlin atmet man Geschichte. Keine andere deutsche Stadt bietet derart viele Sehenswürdigkeiten und historische Gebäude. Und wo gehen wir als erstes hin? Zu Madame Tussauds natürlich. Ich will unbedingt ein Selfie mit Helene Fischer. Du weißt aber schon, dass das Vin Diesel ist. Ja, das merkt niemand. Ich mach das später am PC. Die Eintrittspreise sind Wucher hier. So, noch schnell die gute 50er in den Nacken. Sonst bleiben die Leute hinter dir stehen und warten, bis es grün wird. Ich bin doch kein Ampelmännchen. Ampelmännchen. Drei Dönerbuden nebeneinander. Ich glaube, wir sind hier in kleinen Istanbul. Hier muss man besonders auf seine Wertsachen aufpassen. Es gibt sehr viele Trickbetrüger, aber nicht mit mir. Aber du präsentierst es ja quasi für alle. Jetzt nicht mehr. Hier, hop on, hop off. Dafür habe ich doch zwei gesunde Beine. Das ist Wucher, mache ich nicht. I've been looking for freedom. Boah, bitte hör auf damit, das ist krass unangenehm. Spaßbremse. Also die besten Burger gibt's wohl bei Burgermeister, aber das war wohl meine öffentliche Toilette und ich will ehrlich gesagt kein Fleisch essen, wenn das irgendwas mit Fäkalien zu tun hat. Ich hol mir eine Currywurst im Schweinsdarm. Wie heißen leere Getränke in einem Berliner Fluss? Ja, hol jetzt bitte keinen schlechten Wortwitz. Spraydosen. Die schicke ich mir selber und pack's an meinen Kühlschrank. Aber die kannst du auch einfach mitnehmen. Es ist eine Postkarte, okay? Was kriegst du so, du dumme Semmel? Also diese Mauer ist deutsches Kulturgut. Und irgendwelche halbstarken Schmierfinken haben hier Vandalismus betrieben. Anzeige ist raus. Ich hol gleich Scheuermilch. Wenn Kennedy einen Amerikaner bestellt, kriegt er dann eigentlich einen Berliner? Bitte füttern auf dem Mülleimer. Ich lach mich scheckig, also da. Das finde ich wirklich richtig gut. Da sind wir oben rein. Oh, da ist mir Berlin gleich viel sympathischer. Bitte füttern. Ja, gerne, mache ich, ne? Guten Appetit. Das ist super. Was fotografierst denn du da? Berlin ist berühmt für seine Baustellen. Noch einen hab's für die Mama. Noch einen für den Papa. Für die Großmutter. Alles schön aufgegessen, dann scheint die Sonne. Das ist so gut. Ich habe Tagespässe für alle 5 Museen auf der Museumsinsel vergünstigt bekommen. Und was machst du da jetzt? Ich plane meine Route durch die Museen, damit ich wirklich alle Kunstwerke sehen kann. Das klingt krass hektisch. Ja, aber ich zahle doch nicht für irgendwelche antiken Fundstücke, die ich am Ende nicht bewundern konnte. Genau an diesem Ort hat übrigens Kennedy die berühmten Worte gesagt, ich bin ein Berliner. Aber das hat er vom Rathaus in Schöneberg gesagt. Ja, ich meine genau hier in Berlin, in der Stadt. Also ich wusste das natürlich. Ist voll in Ordnung. Weil man Ordnung hält, wenn man Sachen reinwirft. Guck mal. Wessi? Ossi? Wir kommen hier nicht mehr raus. Ohne Visa nach Pisa. Wir sind das Volk. Ich bin der Volker. Das ist hier der Checkpoint Charlie. Charlie war so ein junger Soldat, der hat da immer gegessen im goldenen M. Ja, das gab es damals noch gar nicht. Und Charlie ist auch kein Name, das ist aus dem internationalen Buchstabieralphabet. Ja, ich finde das eh doof, dass alles immer so international sein muss. Das Ding heißt jetzt Kontrollpunkt Karl-Heinz. Entschuldigung, ich möchte kein Marihuana kaufen. Kein Marihuana. Ich will nichts kaufen. Ich glaube, der wollte einfach nur nach dem Weg fragen. Nee. Hast du den mal gesehen, wie der gesprochen hat und die Haare? Das war ein Punker. Weißt du, wie die Stimmung damals in der DDR immer war? Nee. Hielt sich in Grenzen. Was kickst denn du so, du dumme Semmel? Scheiße, der hat ein Messer. So, können wir jetzt nach Hause? Haben wir nicht irgendwas total Wichtiges vergessen zum Anschauen? Nee, wir haben alles gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, eine ganz wichtige Sache fehlt. Nö. Ja gut, alles hat ein Ende. Außer der Berliner Flughafen. Dann fahren wir mal nach Hause. Hier gibt es noch mehr Schenkelklopfer oder ihr schaut bei denen da oben vorbei. Und jetzt sage ich noch auf Berlinerisch Tschüss. Verpisst euch!